So, liebe Leute, herzlich willkommen. Ja, wir sind jetzt hier bei mir in meinem Büro und ich wollte mal ein Vorweihnachtsvideo machen über die Dinge, die mich vor Weihnachten auch so ein bisschen ärgern. Und zwar, da gibt es eine Sache, die ist jedes Jahr gleich. Weihnachtsgeschenke kaufen. Gestern wollte meine Frau losgehen, Weihnachtsgeschenke holen. Und sie hat ja so einen festen Plan, was sie dann kaufen mag. So. Und sie wollte haben eine Tonybox, Starter-Set von einer Tonybox. Nun, es gibt in ganz Berlin, Brandenburg und vermutlich auch in ganz Deutschland, in den ganzen Mediamärkten, Saturn etc. keine Tonybox, kein Tonybox Starter-Set mehr. Es ist unglaublich. Sie war ja fast den Tränen nah. Und warum gibt es keine Tonybox, kein Starter-Set mehr? Weil das Netz damit voll ist mit den Dingern. Ja? Das Netz ist damit voll. Du kannst die Dinger bei eBay kaufen. Ohne Ende. Allerdings dann nicht für 80 Euro, sondern für 150 Euro. 135 Euro, das ist schon ein günstiger Preis. Ja? Also sind Privatleute, die Dinger dann tatsächlich aufkaufen, überall her, weil sie damit Geld machen können. Die Geschäfte, die sind geplündert von Privatpersonen, die Dinger bei eBay reinkloppen und einfach teilweise bis 250 Euro dafür bekommen. Es ist unglaublich. Nicht mal beim Hersteller selber kann man noch so eine Box kriegen. Nun, was habe ich gemacht? Bin auf die Herstellerseite gegangen, als kleiner Tipp, was ihr eventuell, wenn ihr auch so ein Problem habt und das auch sucht dieses Teil und wenn ihr es vor Weihnachten noch haben wollt, geht auf die Herstellerseite. Da bekommt ihr eine Übersicht von allen Händlern, unsere Händler, steht da, alle die vertreiben. Ruft euch die Namen auf, also nicht die großen Läden, nicht Saturn, nicht Mediamarkt etc. oder so, sondern die kleinen, so Bücherläden, kleine Bücherläden irgendwo in irgendwelchen Nebenstraßen, nicht an der Hauptstraße. Ruft euch das auf, die Adressen. Ruft die Leute an, ob die noch so ein Ding da haben und wenn ihr Glück habt. Also wir haben eine bekommen tatsächlich bei Thalia, das ist ein recht großer Buchladen, aber da haben wir noch eine bekommen. Und ich bin glücklich, das Fest kann starten, auf alle Fälle. Da ist sie. Ja, die sind ausverkauft, die sind überall ausverkauft, da können wir, wissen wir ja nicht, was da los ist gerade. Ist der totale Trend ist diese Tonybox. Ist ja auch bestimmt eine witzige Geschichte, ne? Man kann hier, man kauft eine Box, ein kleiner Würfel, da ist ein Lautsprecher drin. Und dann kann man mit Hilfe einer Figur, die man dann oben drauf stellt, wird dann eine kleine Geschichte erzählt. Es ist quasi ein digitales Hörbuch. Da gibt es ganz viele verschiedene Figuren zu kaufen. Jede Figur hat eine andere Geschichte zu erzählen. Die wird dann aus dem Internet runtergeladen und wenn sie einmal runtergeladen ist, bleibt es halt drauf. Das ist eben total praktisch und man hat gleichzeitig noch eine kleine Spielfigur. Man muss die Figuren immer aufsetzen und dann dementsprechend wird die dementsprechende Geschichte abgespielt. Total tolle Ding. Irgendwie ist es in diesem Jahr tatsächlich so, dass die alle ausverkauft sind, weil der totale Hype ist gerade. Ich bin glücklich, dass wir so was bekommen haben. Sie meinte, der Deckel ist ein bisschen eingedrückt. Aber das ist kein Problem für uns. Ich freue mich total. Ich freue mich. Ja, wir haben sie bekommen. Und wenn ihr eben das gleiche Problem habt und eurem Kind versprochen habt oder euer Kind will unbedingt so eine Tonybox haben, ja, dann wie gesagt, macht das so. Geht auf die Herstellerseite, die kleinen Läden raussuchen, die da aufgezählt sind. Da könnt ihr Glück haben. Lasst euch so ein Ding reservieren und dann holt es auch ab, weil ansonsten ist es weg. Ja, holt es so schnell wie möglich ab, ansonsten ist es einfach mal weg. Ja, da könnt ihr noch Glück haben. Das war der kleine Tipp von mir. Dank eBay ist das halt so. Ja. Mit eBay ist natürlich schnell Geld zu machen immer. Das gilt ja bei vielen Dingen. Aber in der Hinsicht ist es echt schlecht eigentlich. Ja, weil da wird es halt so ein bisschen ausgenutzt. Ziemlich schwierig. Ne? Ich meine, das ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt die ganzen Leute sich das gekauft haben und dann irgendwie so denken, ja, ich will es ja doch nicht verschenken. Was mache ich denn jetzt damit? Ah, ich kann es ja gar nicht mehr zurückgeben. Ich verkaufe es bei eBay. Ist ja Quatsch. Selbst wenn es jetzt ein falsches Geschenk wäre, also es ist wirklich nur um Geld zu machen, wenn es ein falsches Geschenk gewesen wäre, nicht das Richtige oder so, dann gibt man es halt im Laden zurück. Ja, aber wenn sie natürlich sehen, dass man aber eBay den Doppelte kriegt, ja, wer gibt denn dann zurück? Oder? Also wird es extra deswegen gekauft. Kleiner Tipp von mir. So.
So sieht's aus. Ja? Also ich ende damit. Bis dann.